alle, das wollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ, Kyrie eleis. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Bekenntnis begrüße ich Sie und euch heute am Ostersonntag hier in der Bodenheimer Evangelischen Kirche zu unserer Osterandacht. Schön, dass Sie uns zuschauen. Heute brennt zum ersten Mal die neue Osterkerze, die uns wieder für ein Jahr durch alle Gottesdienste begleiten wird. Hoffentlich bald auch wieder zu solchen, zu denen Sie selbst hierher kommen können. Die Osterkerze erinnert an Worte des auferstandenen Jesus: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Vertrauen darauf feiern wir diese Osterandacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Psalm 118 bekennt ein Mensch seinen Glauben mit folgenden Worten: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten.
Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Lasst uns beten. Christus ist auferstanden. Für uns, für alle. Damit es hell wird für die, die kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Damit wieder Mut einkehrt, wo Menschen verängstigt sind. Damit Zuversicht wächst, wo wir gerade nicht wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Damit wir innerlich in Bewegung bleiben und den Stillstand nicht zu mächtig werden lassen in uns. So bitten wir dich, Gott, um dein befreiendes Wort und deine spürbare Nähe, damit die Osterbotschaft uns aufweckt. Sei jetzt mit uns in unseren Häusern, in unseren Gedanken, sei bei Großen und Kleinen, Jungen und Alten. Stärke unseren Glauben. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, der unser Bruder und unser Herr ist. Amen. Am Ostersonntag hören wir die Botschaft von der Auferstehung Jesu, wie sie uns der Evangelist Lukas berichtet. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen die Frauen zum Grab und trugen bei sich wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus, Mutter, und die anderen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln weiter. Und es erschien ihnen wie Geschwätz, und sie glaubten die Worte nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Liebe Gemeinde, heute vom Smartphone oder dem Tablet, Petrus wundert sich über das, was geschehen war. So schließt der Evangelist Lukas seinen Bericht von der Auferstehung Jesu. Wie recht er hat! Denn was ist mehr zum Wundern, als dass einer, der tot war, wieder lebt? Es bleibt bis zu uns heute an Ostern 2020 zum Wundern oder zum Kopfschütteln, was damals geschehen ist, was Gott da möglich gemacht hat. Erklären können wir es nicht. Wir können uns nur glaubend annähern, mit Hilfe von Bildern, wie etwa dem
auf dem Auferstehungsfenster oder mit Hilfe von Vergleichen oder Geschichten wie der, die ich Ihnen erzählen möchte. Eine etwas ungewöhnliche Ostergeschichte. Es geschah, dass ein Zwillingspärchen im Bauch einer Frau heranreifte. Die Wochen vergingen und die Kinder wuchsen. In dem Maß, wie sich ihr Bewusstsein entwickelte, stieg auch ihre Freude. Sag, ist es nicht großartig, dass wir empfangen wurden? Ist es nicht wunderbar, dass wir leben? Sprachen sie. Die Zwillinge begannen, ihre Welt zu entdecken. Als sie die Schnur fanden, die sie mit ihrer Mutter verband und die ihnen Nahrung gab, da sangen sie vor Freude, wie groß ist die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt. Als aber die Wochen vergingen und schließlich zu Monaten wurden, merkten sie plötzlich, wie sehr sie sich verändert hatten. »Was soll das heißen?« sagte der eine. »Das heißt«, antwortet ihm der andere, »dass unser Aufenthalt in dieser Welt bald seinem Ende entgegengeht.« »Aber ich will gar nicht gehen«, erwiderte der eine. »Ich möchte für immer hier bleiben.« »Wir haben keine andere Wahl«, sagte der andere. »Aber vielleicht gibt es ein Leben nach der Geburt.« »Wie könnte das sein?«, fragte der Erste. »Wir werden unsere Lebensschnur verlieren, und wie sollten wir ohne sie leben können?« »Und außerdem haben andere vor uns diesen Schoß verlassen, und niemand von ihnen ist zurückgekommen und hat uns gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, dies ist das Ende.« So fiel der eine von ihnen in tiefen Kummer und sagte, »Wenn unser Dasein mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann unser Aufenthalt hier? Es ist sinnlos. Womöglich gibt es sogar gar keine Mutter hinter alledem.« »Aber sie muss doch existieren«, protestierte der andere. »Wie sollten wir sonst hierher gekommen sein? Und wie können wir am Leben bleiben?« »Hast du je unsere Mutter gesehen?«, fragte der eine. »Womöglich lebt sie nur in unserer Vorstellung. Wir haben sie uns erdacht, weil wir dadurch unser Leben besser verstehen können.« Und so waren die letzten Tage im Schoß der Mutter erfüllt mit Fragen und großer Angst. Schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen hatten, öffneten sie ihre Augen. Sie schrien. Und was sie sahen, überstieg ihre kühnsten Träume. Ja, wenn wir das wirklich glauben könnten, von Herzen glauben könnten, dass das, was uns nach unserem Leben erwartet, unsere kühnsten Träume übersteigt, dass wir Gott sehen von Angesicht zu Angesicht, wie die Neugeborenen zum ersten Mal ihre Mutter, und spüren, er hat uns genährt und geführt und erhalten und uns dann aus der alten Welt in seine neue Welt hineingeboren sein lassen. Ja, wenn wir das so ganz und gar glauben könnten, dann wären wir österliche Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche. Aber wir fühlen uns oft dem zweifelnden Zwilling näher als dem zuversichtlichen. Diese kleine Geschichte zeigt, wie sehr wir an das gebunden sind, was wir sehen und erleben mit unseren Sinnen und wie leicht wir daraus ableiten, es könnte nur dieses und nichts anderes geben. Die Botschaft vom Leben nach dem Tod hat es nicht leicht bei uns Menschen, weil sie eine Dimension zu denken verlangt, eine Dimension, die wir nicht messen, nicht errechnen, nicht ersehen können. Unser Verstand setzt unserem Nachdenken die Grenzen. Und wir laufen Gefahr, das nicht für möglich zu halten, was unseren Zwillingen dann widerfahren ist, in eine neue Welt hineingeboren zu werden, in der sie ihre Mutter, von deren Obhut und Liebe sie bisher unsichtbar umgeben waren, nun von Angesicht zu Angesicht sehen und erkennen können. Und dabei, liebe Gemeinde, wäre es doch gerade so wichtig, gerade jetzt, wenn wir den sicheren Glauben in uns hätten, dass es eine Zukunft gibt, auf die man hoffen kann, die vielleicht sogar alle Erwartungen übertrifft. Diese Hoffnung auf eine gute Zukunft, die wohnt dem Osterfest inne. Das, was uns das Leben schwer macht, das, was lebensfeindlich ist, das, wovor wir uns am meisten fürchten, nämlich dem Tod, das wird nicht das letzte Wort haben. Solche Hoffnung, die strahlt ja zum Glück auch in unseren Alltag ab.
auf diese ungewisse Zeit auch jetzt. Wir brauchen in diesen Tagen österliche Menschen, die erfüllt sind von der Gewissheit, dass es auch jetzt im Leben immer wieder Auferstehungen gibt. Dass es etwas geben kann, das unsere kühnsten Erwartungen übertrifft, wie es die Zwillinge in der Erzählung erlebt haben. Menschen, die, wie es jemand einmal genannt hat, mit Osteraugen sehen können. Die in der Not bis zur Rettung sehen können. In der Trennung bis zur Einheit. In der Schuld bis zur Vergebung. Im Streit bis zur Versöhnung. Im Menschen bis hin zu Gott. Im Ich bis zum Du. Die all dies zu sehen vermögen, Menschen mit Osteraugen. Dass die Botschaft von Jesu Auferstehung, die uns heute am Ostersonntag gesagt wird, dass die uns solche Osteraugen öffnet, das wünsche ich uns allen sehr. Und wie kommt man zu ihnen, den Osteraugen? Dazu zum Schluss noch eine kleine Geschichte dazu. In der Gegend von Piemont in Italien gibt es einen alten Brauch. Wenn am Morgen des Ostersonntags, also heute, zum ersten Mal die Glocken läuten, dann laufen Kinder und Erwachsene zum Dorfbrunnen und waschen sich die Augen mit dem kühlen, klaren Brunnenwasser. Sie waschen sich die Augen aus. Die »Ich will der Erste sein« Augen. Oder die »Geh mir aus den Augen« Augen. Oder die »Es nutzt ja doch nichts« Augen. Die »Es wird alles immer schlimmer« Augen. Sie wollen Osteraugen bekommen und darum waschen sie die kalten und trüben Blicke weg, die Missgunst sehen, nichts Gutes erwarten und Angst erzeugen. Und das kalte Wasser, sagt man, schwemmt den Dreck des ganzen vergangenen Jahres fort. Und dann heben sie den Kopf und schauen sich mit gütigen, wohlwollenden, hoffnungsvollen und weitblickenden Augen an. Und was sie sehen, übertrifft ihre kühnsten Erwartungen. Amen. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns noch einmal die Hände falten für das Fürbittengebet und das Vaterunser. Guter Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus nicht im Tod gelassen, sondern ihn auferweckt und in ihm den Grund gelegt zu einer neuen Welt. Wir danken dir, dass du durch seine Auferstehung die Macht des Todes gebrochen und uns den Weg zum Leben freigemacht hast. Lass uns an dieser hoffnungsvollen Botschaft festhalten in unserer Welt, in der wir immer noch viel Angst, Leid und Sterben haben, gerade auch jetzt in diesen Tagen. Schenke uns Osteraugen, die über das Gegenwärtige hinausblicken können im Vertrauen darauf, dass Auferstehung auch mitten im Leben immer wieder geschehen kann. Hilf, dass wir in unserer Verzagtheit aufgerichtet und in den Ängsten getröstet werden und darauf vertrauen, dass du uns begleitest. Hilf du allen Kranken, gib ihnen ihre Gesundheit wieder zurück. Sei bei allen Ärzten und Pflegern, gib ihnen Kraft zum Durchhalten in ihrem Dienst. Sei bei allen, die in unseren Seniorenheimen leben und die jetzt keinen Besuch erhalten dürfen und ihre Familien vermissen. Tröste sie und segne die Arbeit all derer, die für sie da sind. Sei bei denjenigen, die betreut werden, in Wohnheimen, Wohngruppen oder anderen Einrichtungen für Menschen mit Handicap. Viele von ihnen leiden besonders unter der Veränderung ihrer gewohnten Tagesabläufe. Schenke ihnen innere Ruhe und segne die Arbeit aller, die für sie Verantwortung tragen. Sei bei den Menschen auf der Straße, denen jetzt die Anlaufpunkte und die kleinen Einnahmequellen fehlen, mit deren Hilfe sie sonst ihren Alltag bewältigen. Lass auch uns großzügig helfen, wenn wir ihnen begegnen. Hilf, dass alle Regierenden ihre besondere Verantwortung erkennen, die sie jetzt gerade haben.
gib ihnen die richtigen Gedanken, um die Situation abzuwägen und ihre Entscheidungen zu treffen. Und wir bitten dich, Gott, zeige jedem von uns, wo sein Ort ist, an dem er die Osterbotschaft vom Sieg des Lebens durch sein Handeln schon heute aufleuchten lassen kann. Alles, was uns sonst noch bewegt, fassen wir zusammen in dem Gebet, das dein Sohn Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gerne hätte ich, liebe Gemeinde, Ihnen das Osterlicht heute persönlich weitergereicht. Aber das geht in diesem Jahr leider nicht. Aber Sie können sich heute am Ostersonntag oder morgen am Ostermontag hier an unserer Kirche in Bodenheim oder am Gemeindezentrum in Nackenheim ein solches Osterlicht holen und bei sich zu Hause anzünden und so das Osterlicht auch für sich zu Hause haben. Machen Sie davon vielleicht bei einem Osterspaziergang Gebrauch. Nehmen Sie sich eine dieser Kerzen mit für nach Hause. Und nun wollen wir Gott um seinen Segen für diesen Ostersonntag bitten. Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.